Hallo, wer bist denn du? Hallo, mein Name ist Lisa N. Borgmann. Ich arbeite hier im schönen Rösrath in der Nähe von Köln. Lisa N. Ist das ein deutscher Name oder ist das ein englischer Name? Jein, es ist das Ähn, also das An, wird englisch ausgesprochen, kommt aber in der Tat aus dem Deutschen. Da gibt es eine ganz lustige Geschichte zu. Und zwar meine Mutter, die heißt Annette. Und die wurde von ihrem Opa immer Ännchen oder N gerufen. Und die fanden den Namen Lisa damals sehr, sehr schön und fanden das dann aber ein bisschen langweilig, nur Lisa, und haben dann aufgrund meines Opas dann das N hinzugefügt, sodass ich dann Lisa N heiße. Ach, ist das schön. Das ist ein Ja, wunderschöner richtig. Name. Sag mal, und du bist wo? Ich bin jetzt gerade hier in einem unserer Seminarräume auf Schloss Eulenbruch, um ein bisschen Ruhe zu haben, damit wir uns nett unterhalten können. Und ja, sitze quasi in der Nähe des Balkons gerade. Okay, aber ich weiß überhaupt nicht, wo das ist. Also, ich bin hier in Risum an der Nordsee und habe keine Ahnung, in welchem Teil Deutschland du dich befindest. Vielleicht kannst du es uns ein bisschen beschreiben. Ja, gerne. Wir befinden uns gerade in Nordrhein-Westfalen, im Rheinisch-Bergischen Kreis, Rösrath direkt an der Grenze zum Rhein-Sieg-Kreis und auch in unmittelbarer Nähe zu Köln und damit halt auch immer in Nähe zu Bonn. Aha, okay. Also wenn ich in Köln am Dom stehe und möchte zu dir kommen, wie lange muss ich dann Auto fahren? Dann muss man ungefähr 25 bis 30 Minuten Auto fahren. Das kommt immer darauf an, zu welcher Tageszeit man fährt. Oder man setzt sich einfach in die Bahn und ist dann in 28 Minuten hier, direkt quasi vor dem Schloss am Bahnhof. Vor dem Schloss. Okay, und das heißt, es kommen auch einige Kölner am Wochenende raus zu dir? Ja, also wir haben sehr viel Besuch aus dem Umland, vor allen Dingen unsere Kunsthandwerkermärkte, die wir dreimal im Jahr durchführen. Die laden immer alle möglichen Gäste aus dem Umkreis ein. Das ist Köln, Bonn, Leverkusen, aber auch aus dem Rhein-Sieg und dem Rhein-Bergischen Kreis. Und was habt ihr sonst noch zu bieten? Aus Ja, generell sind wir, ja, wir haben so einen schönen langen Titel. Wir sind Kultur, Bildungs-, Seminar-, Event- und Hochzeitslokalität. Also sprich, wir haben eine Event-Location, die wir für die unterschiedlichsten Veranstaltungen zur Verfügung stellen und auch vermieten. Hochzeiten sind natürlich sehr beliebt. Man heiratet ja gerne im Schloss. Man kann sich hier auch standesamtlich trauen lassen. Wie gesagt, die Kunsthandwerkermärkte, die wir veranstalten dreimal im Jahr. Seminare und Tagungen haben wir auch sehr viele. Also wir sind sehr beliebt auch bei Firmenkunden, weil wir auch so schön im Grünen liegen. Da kann man zwischendurch, wenn man den ganzen Tag zusammensitzt und an irgendwelchen neuen Konzepten arbeitet, auch mal entspannen und eine Runde durchs Grüne gehen. Wir sind auch Kulturstätte und haben so ungefähr 28 Kulturveranstaltungen im Jahr, die wir selber organisieren. Dazu kommen dann aber noch weitere Kulturveranstaltungen, wo wir dann, sage ich mal, die Räumlichkeit zur Verfügung stellen. Und wir sind auch Bildungsstandort. Wir sind im Rahmen des Projektes Kennenlernen Umwelt Standort im Bereich Tanz, Theater, Musik und Medien und haben da die Performance- und Medienwerkstatt und bieten da Angebote für Vorschulkinder bis Klassenstufe 13 an. meine Güte, ich habe ja so ein ganz schlichtes Leben. Ich habe ja nur einmal im Monat hier ein Konzert. Damit komme ich gerade so klar an Komplexität. Wie schaffst du das, mit dieser Vielzahl und Vielfalt von Veranstaltungen klarzukommen? Ja, wir haben natürlich ein sehr, sehr gutes Team. Also wir haben ein recht kleines Team. Wir haben ungefähr noch drei Mitarbeiter im Büro, einen Hausmeister und Reinigungsdamen, die da kräftig unterstützen und eine ehrenamtliche Geschäftsführung, die auch immer mit anpackt, wo es geht. Da ist natürlich wichtig, dass man gut zusammenarbeitet. Wir haben ungefähr 490 Veranstaltungen im Jahr. Also sprich, da muss das Team schon gut funktionieren. Aber ich glaube, was uns alle eint im Team und auch mit der Geschäftsführung, ist letztendlich, dass es unglaublich viel Spaß macht, hier zu arbeiten. Und es ist wirklich auch ein Traum, morgens zur Arbeit zu kommen und es auch mal wieder schön zu gehen. Egal ob bei Regen, Sonnenschein, Schnee. Also ich habe noch keinen Moment erlebt, wo ich jetzt sagen würde, das Schloss sieht nicht traumhaft aus. Und wenn man das zu wertschätzen weiß und seine Arbeit auch gerne macht, dann funktioniert das soweit auch alles ganz gut. Das merkt man dir auch total an. Aber trotzdem denke ich mir, hast du eine gewisse Ausbildung auch genossen, um dich auf diese Art von Arbeit vorzubereiten? Was hast du gelernt?
Ja, also meine Eltern haben einen Veranstaltungsbetrieb. Da habe ich dann von klein auf immer mitgearbeitet und mitorganisiert. Und nach dem Abitur habe ich mich dann entschieden, Kunst- und Kulturwissenschaften zu studieren. Das habe ich dann auch im Bachelorabschluss und habe dann im Master Kulturmanagement. Ich habe in den Niederlanden in Nimwegen studiert, an der Radboud-Universität. Und habe dann oder durfte dann glücklicherweise als Erasmus-Studentin noch ein Auslandssemester in Wien machen. Und in Wien ist dir wahrscheinlich auch irgendwie klassische Musik begegnet. Ja, also das Erste, was ich gemacht habe, als ich den Bescheid bekommen habe, dass ich dann nach Wien gehen darf, war erstmal Karten in der Oper zu reservieren. Da habe ich mich unglaublich drauf gefreut. Und die Wiener Oper ist natürlich einzigartig und das war ein ganz, ganz tolles Jetzt Erlebnis. muss ich aber fragen, war das das erste Mal in der Oper oder war das schon, warst du ein paar Mal in der Oper schon gewesen? Nee, also in der richtigen, sag ich mal, großen Oper war das in Wien das erste Mal. Das war Madame Butterfly und Don Giovanni, die ich da gesehen habe. Und das war halt einfach nur, es war traumhaft, die Live-Musik und die Sänger auf der Bühne. Und die Oper in Wien ist ja wirklich so klassisch alt und ganz pompös. Und ja, das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis, was ich da hatte. Ja. Gehst du jetzt auch noch in die Oper? Ja, ich gehe auch noch in die Oper. Allerdings muss ich sagen, dass die Zeit hier und da etwas fehlt, aufgrund der ganzen Arbeit, die man dann letztendlich hat. Aber ich bin gerade dabei oder wollte jetzt in diesem Halbjahr noch in die Oper in Köln gehen, aber da ist ja dann Corona leider Ja. dazwischen gekommen, wodurch ich die Karten dann mal für ein anderes Stück nutzen muss. Ja. Warst du Aber da schon weiß ich noch mal nicht, was ich besuche. In der, in dem Met Streaming von Metropolitan Opera, die ist, diese Kinooper, warst du da mal? Nee, war ich nicht, aber das wird in Köln zum Beispiel auch Ja. angeboten in ganz vielen Kinos. Das finde ich total spannend Es und ist super toll. toll, aber bisher hat es leider noch nicht Es ist geklappt, ja. ganz toll. Also ich glaube, ich halte das persönlich für die Zukunft der Oper, weil aus eigentlich zwei Gründen, weil du eben die Top-Qualität überall hast, ja, die man sonst vielleicht lokal nicht unbedingt so aufrechterhalten kann. Und das andere ist, dass natürlich das Filmische eine ganz andere Distanz oder Nähe ermöglicht. Und damit wird die Oper von diesem ganz entfernten, abstrakten Gesang doch viel mehr Handlung, Kino und Nähe. Das ist ein neuer Markt. Also ich bin begeistert. Ich kann Ja, es ich sehr kann mir das empfehlen. auch ganz gut vorstellen, weil, sage ich mal, anstatt des Opernglases, was man dann Ja. irgendwie sonst hat, ne, dass Ja. man dann auch irgendwie direkt die Emotionen sieht Ja. und die Details auch an den Ja. Kostümen, die man sonst vielleicht nur von weiter weg sieht. Also Ja. das möchte ich auf jeden Fall auch noch machen. Das stelle ich mir wirklich ganz, ganz toll vor, Und es ja. verändert auch natürlich die Sänger, ja, weil die natürlich auch wissen, jetzt werden sie aus der Nähe gezeigt, ja, das ist noch mal ein ganz anderes Anspruchsniveau. Sie müssen sich auch zusätzlich noch zum Schauspieler entwickeln. Also das ist schon eine interessante Zeit in der Beziehung. Und was hast du in Wien noch erlebt? Ja, in Wien habe ich mich vor allen Dingen an der Uni mit den Gender Studies auseinandergesetzt und habe da auch viele Performances gesehen und Theaterstücke. Also Theater ist auch etwas, was mich sehr begeistert und was in Wien halt auch sehr viel angeboten wird. Das Tolle an Wien an sich ist, dass egal, ob man jetzt irgendwie in die Kinder- oder Jugendkultur geht, bis hin in die Erwachsenenkultur, man findet halt alles Klassische da, aber halt auch total viel Neues und Ungewöhnliches. Also das ist halt auch ein Ort, wo unglaublich viel gerade im Umbruch ist und passiert. Und wenn man dann sich das kulturelle Angebot generell anschaut, was es da gibt und diese Nischen, die halt auch einfach bedient werden, die so halt, sage ich mal, in anderen Städten vielleicht nicht bedient werden, weil die auch kulturell nicht so ausgerichtet sind oder auch diese kulturelle Geschichte nicht so haben wie Wien. Das ist schon unglaublich spannend. Ich war letztes Jahr auch noch mal in Wien und vor dem Rathaus gibt es immer im Sommer ein großes Open Air und da wurden dann auch viele Veranstaltungen übertragen und man saß zwischen Rathaus und Oper und das war auch ganz, ganz spannend und das war total schön und natürlich die ganzen Museen, also egal was man mag, man findet das auf jeden Fall auch in Wien und ja, es ist auch immer wieder ein Erlebnis. Das klingt wirklich nach einem unvergesslichen halben Jahr, was du da erlebt hast. Ja, war's, ja. Ja, sehr vielseitig, sehr vielfältig. Sag mal, ich frage mal so ganz zufällig, ein klassisches Klavierkonzert, war das auch dabei? Ein klassisches Klavierkonzert da muss ich jetzt gerade drüber nachdenken. Ich glaube, in Wien nicht. Mein letztes klassisches Wien-Konzert habe ich in Nimwegen in der Tat auch besucht. In dem
in dem Staatshaus dort. Ich habe gerade den Namen nicht parat, aber es war dann auch im Rahmen meines Studiums zuletzt, wo ich dann halt auch eine Rezension darüber schreiben musste, ja. So, und nun veranstaltest du ja auch und beherbergst du auch klassische Klavierkonzerte bei euch. Und ja, wie ist das? Wie passt das rein? Ist das eine andere Nische, die man auch so hat? Was hat das für Vorteile? Was hat das für Nachteile? Wie geht's dir damit? Ja, also wir sind total glücklich, dass Weltklassik hier bei uns im Haus auch regelmäßig vorbeischaut und zu Besuch ist. Zum einen natürlich, weil die Künstler einfach großartig sind und weil man die nicht so alltäglich, sage ich mal, überall sehen kann, sondern es sind ja wirklich, ja, Schmuckstücke, die man dann halt irgendwie bekommt. Das Tolle ist halt auch immer, dass dieses persönliche Miteinander mit den Künstlern immer sehr herzlich ist und die auch einfach unglaublich nett sind und es macht Spaß. Also ich unterhalte mich auch vor dem Konzert immer nochmal mit dem Künstler und frage, gibt es irgendwas Persönliches oder irgendwas Spezielles zu dem Programm? Wie ist man dazu gekommen? Gibt es irgendwie eine Anekdote, die man erzählen kann, weil ich es ganz nett finde, wenn man die Begrüßung macht, dass man vielleicht ja, sowas Nettes, Persönliches irgendwie noch einfügt. Was mir besonders gefällt, ist, dass viele Künstler dann immer schon sagen, nee, also ich erzähle da gleich auch ganz viel zu zwischen Ja. den Stücken. Und das ist natürlich für die Besucher ein total tolles Erlebnis. Wir haben ja gerade über große Konzerthäuser gesprochen. Da hat man immer sehr viel Abstand. Da kann man nicht persönlich, sage ich mal, auch mal was einwerfen oder was fragen. Da ist diese persönliche Ebene einfach nicht da. Und der Künstler ist halt mehr Künstler, der auf einem Podium steht. Und Weltklassik macht es halt wirklich dazu, dass man in einer unmittelbaren Nähe zu dem Künstler ist. Man schaut ihm quasi über die Schulter, während er spielt. Und das ist das, was ich besonders toll an der Reihe finde und wo ich sehr froh bin, dass sie ja auch bei uns hier im Haus ist. Sie ergänzt natürlich auch unser Angebot. Aber ich weiß auch, dass das was ist, was die Besucher einfach unglaublich wertschätzen. Dieses Persönliche, dieses Herzliche und diesen direkten Kontakt, dass man dann nach dem Konzert auch nochmal mit dem Künstler sprechen kann und auch nochmal was zur Lebensgeschichte fragen kann oder wenn man eine persönliche Erfahrung hat zu einem Stück, dass man sich da irgendwie austauschen kann oder ähnliches. Also das macht Weltklassik wirklich besonders. Also ich stelle mir das, vielen Dank, ich stelle mir das jetzt noch so vor, in diesem wunderschönen Schlösschen, was wir ja auch einblenden hier in der Ecke, wo man sich mal vorstellen kann, worüber wir eigentlich reden, über welche schöne Location. Dass da so zum Wochenende so Menschen aus Köln, aus der Stadt, so aufbrechen und dann sagen, komm, jetzt nehmen wir die Kinder mit und dann gehen wir uns auch mal ein klassisches Konzert anhören. Wie sieht es aus mit Kindern? Sind die da? Sind die zufrieden? Sind die stören die? Sind sie zahlreich? Sind sie eher so vereinzelt? Was ist deine Erfahrung mit den jungen Leuten? Also auf gar keinen Fall stören sie, ne? Also wir freuen uns immer sehr, wenn Kinder da sind. Ich hatte ja auch schon gesagt, dass wir außerschulischer Lernort im Bereich unter Ja. anderem Musik sind. Sprich, das ist total ergänzend. Ich finde, es ist ein total schönes Angebot, dass Kinder kostenfrei an den Konzerten teilnehmen können. Ich finde auch, dass das ein wichtiges Angebot ist, um die klassische Musik einfach am Leben zu halten und um Kindern so ein bisschen, wenn sie dann auch erwachsen werden, sage ich mal, die Hemmung zu nehmen, in so ein Konzert zu gehen, weil oftmals denken die Leute, ja, mit Klassik kann ich nicht so viel anfangen oder es ist irgendwie, ja, es ist irgendwie besonders elitär oder irgendwas so in die Richtung, ne? Da hat man nicht so einen einfachen Zugang zu, was ja überhaupt gar nicht der Fall ist. Und ich finde das einfach anführt an die klassische Musik, aber damit ja auch immer ans Kulturgut, ne? Also was viele Melodien kennen Kinder ja auch oder kennt man ja allgemein und man weiß halt nicht, wo sie herkommen. Und wenn man sie dann in so einem Konzert hört, das ist schon immer, wir hatten ja letztens auch den Karneval der Tiere hier. Da waren viele Kinder zu Besuch und Ja. das hat denen unglaublich viel Spaß und Freude gemacht. Und wir haben oftmals ja junge Damen und junge Herren, sage ich mal, die selber Klavier spielen. Da gucke ich schon immer, dass ich sie so positioniere, dass sie auch irgendwie auf die Tastatur gucken können, weil das ist für die dann natürlich besonders spannend, ne? Ja. Wie macht der das? Und wenn man es gerade auch, sage ich mal, selber lernt,
Wir haben aber auch viele Kinder, wo die Eltern einfach sagen, ach, wir nehmen sie mal einfach mit und dann gucken wir mal, wie es so gefällt, ne? Und wenn man das vorher ganz klar auch mit den Eltern kommuniziert, dass wenn das Kind sich langweilt oder so, dass man dann halt einfach auch rausgeht, damit das Kind dann vielleicht mal eine Pause hat, weil es sind ja schon, sage ich mal, auch lange Konzerte, dann klappt das eigentlich einwandfrei. Also wir hatten da bisher noch nie ein Problem und wir haben sehr häufig Kinder bei uns zu Besuch und da rühren wir auch immer Super. fleißig die Werbetrommel für, dass wir uns auch immer freuen, wenn Kinder da sind. Ja, Ja. das finde ich wunderbar. Das finde ich so wunderbar zu hören. Ich glaube auch, dass es letztendlich die, man muss sie einfach in die Situation bringen, das mal zu hören, nicht? Wir hatten hier schon, weiß nicht, so einen hyperaktiven Jungen von 7 Jahren, der tobte vorne vor der Konzerthalle rum und die Mutter dachte, oh Gott, ja, soll ich oder soll ich nicht? Ich sag, klar, da hinten ist die andere Tür. Wenn es irgendwie Probleme gibt, dann gehen Sie einfach raus. Ja. Der Junge kam rein, setzte sich und Mozart erklang und er war ruhig. Ja, der hat sich das wirklich die ganze Zeit angehört. Er ist auch der Pause, wollte auch nicht nach Hause, ist einfach wiedergekommen. Es gibt so viele Kindergeschichten, die ich hier erzählen könnte. Auch so eine, die war, die ist jetzt, glaube ich, 18, 19, 20, kommt immer noch. Die war das erste Mal hier, als sie so ganz klein war. Und dann ist sie immer bei Papa auf dem Schoß eingeschlafen. Ja, total entzückend. Und dann haben die Eltern so geguckt, so nach dem Motto, ist das schlimm? Nein, bitte, ist doch toll. Was will ich noch mehr Wohlfühligkeit, ja, als dass ein Kind irgendwie bei Mozart einschläft? Naja. Ja, ich glaube, es ist auch nochmal so für Kinder auch ein besonderes Erlebnis, weil so ein Instrument live gespielt auf der Qualität, das ist ja auch nicht unbedingt, sage ich mal, was Kinder so alltäglich hören, ne? Die sind natürlich viel von Musik umgeben, aber meistens kommt es, sage ich mal, irgendwie vom Band, beziehungsweise ja heute irgendwie von einem MP3-Stick oder ähnlichem, ne? Dass dieses Gefühl, diese Affekte, die auch hervorgerufen werden, wenn man einfach live Musik hört und live Klavier hört, das sind ja auch Sachen, die können so gar nicht wirklich übertragen werden. Ne? Also es ist ja auch immer was Besonderes, wenn man so Sachen dann auch live hört. Ne? Und sie sind dann ja auch immer irgendwo einmalig, selbst wenn der Künstler, das sage ich mal, sein Programm öfters spielt, ist doch der Moment, wo er dann vor einem spielt, etwas Einmaliges und etwas Besonderes dann. Ja, etwas Besonderes. Also, jetzt habe ich mit dir sprechen können. Das war was ganz Besonderes. Ich danke dir. Und Ja, danke deinen wunderschönen Ort werden wir noch, wie gesagt, da noch einblenden. Und dann, ja, hoffe ich, dass wir uns dann bald wiedersehen, ganz gesund und noch mehr live als hier. auch. Ja, hoffe ich auch. Vielen Dank. Ich danke dir. Ja, mach's gut. Das war Lisa in Borgmann aus Schloss Rösrath. Und ich weiß, dass Sie das jetzt alles schon wissen, aber ich sage es trotzdem nochmal. Im Nachspann erfolgt eine Information über die Produktion dieser Interviews und Begegnungen und Plaudereien. Und wir wären Ihnen wahnsinnig dankbar, wenn Sie sich das mal angucken, denn Sie finanzieren diese Plaudereien und das kommt unseren Pianisten zugute, für die jetzt im 3. Monat alle Konzerte abgesagt sind. Und deswegen sind wir ganz besonders dankbar für Ihre Unterstützung. Also, vielen Dank und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Tschüss.